Was geht? Willkommen auf meinem Channel, Freunde. Folgendes. Ich habe heute wieder einen Tipp für euch da draußen. Leute, aufpassen, Rücksicht nehmen auf Folgendes. Es ist extrem wichtig, es ist nur ein Tipp, das ist wieder meine Meinung. Andere Leute da draußen können es anders beurteilen und auch anders meinen. Je nachdem, was du für einen Tätowierer vor dir hast oder Tätowiererin, kann es sein, dass es natürlich anders meint oder ja, ist nicht so schlimm, geht schon. Ich kann euch aus Erfahrung und euch einfach nur ans Herz legen, das geht in gewissermaßen nur extrem an die Frauen. Weil, achso, übrigens, das Licht hier ist jetzt ein bisschen, gedimmt, wie auch immer. Liegt daran, denn eigentlich ist es schon Feierabend und ich wollte jetzt gerade dicht machen, aber da ist mir aufgefallen, gebe ich euch dann nochmal einen kleinen Hinweis. Und zwar, wenn ihr ein Tattoo bekommt auf den Rücken, wir reden jetzt von Typ Frau, heißt, wenn du als Frau auf dem Rücken tätowiert wirst, im Bereich, wo deine Bügelträger, wo jedenfalls dein BH sitzt, musst du auf Folgendes aufpassen. Je nachdem, wie lange du halt tätowiert wirst, aber ich denke mal so Schulterblatt Rücken, macht man in der Regel ein größeres Bild. Klar gibt es auch mal eine Ausnahme, wo man sagt, nur Schulterblatt, weiß nicht, ein Schriftzug und ein Schmetterling dazu oder eine Rose. Aber in meinem Fall zum Beispiel, die Leute, die zu mir kommen, mache ich meistens, wenn es auf die Schulterblätter geht oder halt auf dem Rücken, ein gesamtes Bild oder halt den oberen Teil auf jeden Fall zu. Sprich, Hälfte vom Rücken ist fertig. Bedeutet in diesem Fall, wenn du 6, 7, 8, 9 Stunden tätowiert wirst an dieser Stelle, ist es ganz wichtig, dass du dir nach dem Tätowieren, wenn das Ganze eingepackt ist, nochmal desinfiziert, sozusagen keimfrei machst. Machen, dass du nicht deinen BH hinten wieder schließt. Bedeutet, du solltest für die kommenden Tage der Heilung, in der Regel bei uns, wir sagen jetzt mittlerweile schon, dass wir sagen wirklich fünf Tage sollte diese Folie draufbleiben. Es ist keine Frischhaltefolie, sondern eine, ich nenne es immer Heilfolie, ja, von den Heiländern. Nein, aber es ist wirklich eine Heilfolie, atmungsaktiv, die sorgt dafür, dass die Wunde geschlossen bleibt, sprich, ist atmungsaktiv, sprich Sauerstoff kommt dran, aber deine Wunde wird unter dieser Folie quasi feucht gehalten, sodass kein Schorf sich bilden kann und so hast du eine bessere Heilung. Bedeutet, wenn ihr da hinten euren Träger zumacht, ja, sehr gut, wie ich das gerade nachmache, als hätte ich einen BH an, zack, ja, zeige ich euch mal hier, nochmal gerade sehen. Wenn ihr den hinten zumacht und 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden da tätowiert wurdet und euch auf den Nachhauseweg begibt, kann was passieren und auch auf den folgenden Tag und der Tag, der auch noch dann danach folgt, sprich 2, 3 Tage, hast du ja immer wieder einen anderen BH an oder ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es auch Leute da draußen, die haben irgendwie 2, 3 Tage denselben an, man weiß es nicht, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Jedenfalls, was passiert? Ihr wurdet in diesem Bereich tätowiert, wo auch die Träger oder da, wo man es halt zumacht oder halt auch in gewissermaßen in manchen Situationen aufmacht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Was passiert da? Da drunter ist euer Tattoo, hier geht euer Träger. Ich nenne es jetzt Träger, ja? Einigen wir uns darauf. Ich wette, es wird irgendein Mädel in den Kommentar schreiben, nee, Sascha, das ist falsch. Aber da wäre ich natürlich dir sehr dankbar, weil dann weiß ich endlich, wie das, ja, wie man es nennt. Ne? So, ihr wurdet jetzt hier in diesem Bereich tätowiert und macht den wieder zu, euren BH. Und wir kennen ja auch noch diesen Typ Frau, die es extra eng machen. Sprich, damit, ne, alles ein bisschen größer aussieht. Was macht ihr dann? Ihr macht was ganz Schlimmes. Es ist zu, eventuell sogar ein bisschen enger. Beim Laufen, durch die Stadt, bei der Arbeit, bis sogar vielleicht ein bisschen extremere Arbeit als nur im Büro sitzen, passiert was? Richtig, ihr scheuert euer Tattoo damit auf. Bedeutet, eure Wunde, ihr dürft immer nie vergessen, ein Tattoo ist eine Wunde. Eine Wunde, wo sich Farbe drin befindet. Sprich, nimm die Farbe einfach raus und behandle es und denk so, wie, als wäre es eine Wunde. Eine Verbrennungswunde zum Beispiel ist eigentlich perfekt zur Erklärung dafür, weil ich finde, es fühlt sich an wie eine Verbrennungswunde. Bedeutet was, wenn ihr die ganze Zeit diesen Träger da drauf habt? Ihr scheuert das. Klar, er sitzt auch fest, gar keine Frage. Aber glaubt mir, es scheuert trotzdem, auch wenn wir nur von Millimetern reden. Es scheuert ganz langsam hin und her. Immer wieder und wieder und wieder. Kann natürlich sein, dass dieses Tattoo überlebt darunter und du keine Schmerzen hast und alles wunderbar ist. Es kann aber auch sein, dass diese Wunde sich entzündet. Und was haben wir für ein Problem, wenn sich entzündet? Richtig, du musst es noch mehr pflegen, als es überhaupt schon ein Muss ist. Sprich, du hast damit zu kämpfen, du hast mehr Schmerzen, du zerstörst damit nicht unbedingt das Tattoo, aber es muss auf jeden Fall, kann ich euch sagen, hundertprozentig an manchen Stellen nachgestochen werden. Denn wenn es erstmal da wund ist, das ist jetzt die dritte hier, wenn es da erstmal wund ist, dann breitet sich das ganz gerne auch noch ein bisschen mehr aus. Es ist nicht nur an dieser Stelle dann, sondern es wirklich ist, ja, Flächenbrand, sage ich dazu nur. Bedeutet, ihr solltet diesen BH auf keinen Fall benutzen.
Was könnt ihr aber machen, wenn ihr eine zum Beispiel sehr große Oberweite habt oder euch schämt und ihr wollt nicht jetzt die nächsten 5 Tage zum Beispiel oberkörperfrei rumlaufen, sondern nur mit einem Shirt drüber? Dann macht ihr was? Ja, es gibt so eine Art Sport-BH, das nenne ich jetzt wieder so. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare bitte. Den könnt ihr anziehen und der hat ja keine Träger. Das ist ja so eine Art Stoffbezug, den du halt um deine Brust machst, packst, anziehst. Wie auch immer. Das wäre optimal, wenn ihr sowas anzieht und das ein bisschen lockerer ist. Da ist trotzdem eure Brust noch fest und ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ich weiß ja, man geht so nicht gerne aus dem Haus. Gibt da viele, die sind so. Versteht man ja alles, muss man auch akzeptieren. Jedenfalls sorgt dafür, dass ihr dann sowas trägt oder sogar eventuell, weil ich habe auch viele Kunden, die zum Beispiel dann 3-4 Tage danach Urlaub haben, dass du halt zu Hause, wo oben ohne, also ohne BH meine ich damit, rumläufst. So ist das der perfekte Heilungsprozess. Habt ihr wieder was gelernt? Bevor ich aber jetzt das Video beende, es ist ja nicht nur an der Stelle, wo du es zumachst, sondern auch bei den Trägern. Ja? Klar gibt es auch Trägerlose, wäre in diesem Fall wieder optimal, aber als Sport-BH-Version. Sondern wenn ihr einen normalen BH habt, habt ihr ja hier auch so eine Träger und das gehen ja auch nochmal über das Tattoo. Und die, kann ich euch garantieren, scheuern definitiv, denn die sind nicht so fest wie hier hinten, wenn ihr sie hier zumacht. Bedeutet, lasst es sein, bringt einfach nichts. Klar, es kann auch mal sein, dass das eine Tattoo auf der linken Schulter funktioniert hat und sagt, da ist doch gar nichts passiert, ja, komm. Sascha erzählt nur Quatsch, höre ich nicht drauf. Ja, aber was ist, wenn die rechte Seite denn das Problem hat? Das kann immer passieren. Achtet darauf, Leute. Ich bin raus. Bis deine Antenne. Bis zum nächsten Mal. Was ich noch vergessen habe, ein Abo dalassen, Däumchen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein.